Ja, hallo zusammen. Ja, ein weiterer Teil aus meiner letzten Bestellung vom Nordischen Handwerk. Da nochmals vielen Dank, Janet, für die tolle Abwicklung. Und natürlich auch für die Beigaben. Die waren echt nicht nötig gewesen. Und ja, aber hat mich natürlich total gefreut. Also vielen, vielen Dank. Auch für den Hauptteil der Bestellung, sprich die drei Thai-Spines. Vielen, vielen Dank. Ja, das Nordische Handwerk, viele kennen es hier mit Sicherheit. Für die, die es nicht kennen, die Internetseite nordisches-handwerk.de. Das sind die ganzen Sachen, die man sich da ordern kann. Also alles, was das Messermacherherz begehrt. Von Klingen bis hin zu Materialien, Griffmaterialien, Scheidenbau, ja, Werkzeuge und. Ja, und ich habe mir auch was bestellt. Bisschen Materialien. Nicht, weil ich jetzt einen auf Messer machen möchte, sondern das wird vielleicht auch kommen, ja. Aber ich wollte einfach mal so ein bisschen basteln. Ich habe demnächst Urlaub und in der freien Zeit, wo ich dann halt nicht außerhalb des Hauses bin, würde ich dann gerne mal so, ja, basteln. Mal gucken, so Kleinigkeiten machen, Anhänger, Beads und so, wie es der eine oder andere schon macht. Und ja, schauen wir mal. Ich habe auch noch nie mit solchen Materialien gearbeitet. Zum x-ten Mal müsste ich jetzt sagen, ich komme aus der Metallbranche und dafür habe ich zwar ein Händchen, aber jetzt für Kunststoffe, für was weiß ich was auch immer, habe ich kein Gefühl. Und mit dieser Bestellung hier, mit dem Ganzen hier, wollte ich schon ja, meine ersten Erfahrungen sammeln. Ja, bestellt habe ich noch diesen Super Beat. Den hatte ich schon ein paar Mal gezeigt. Also nicht stehen hier, sondern ein anderes, was an einem Lanyard dran war, von einem Messer aus dem Passaround. Ebenfalls gesponsert vom Nordischen Handwerk. Da war so eins dabei und ich hatte die halt immer auf den Bildern gesehen und für nicht schön genug empfunden. Aber in Natura sehen die viel, viel schöner aus. Ja, soweit dazu. Ja, was habe ich alles bestellt? Normalerweise bin ich, so was Messergriffe und so angeht, eher der Typ, der auf Natur- oder tierische Materialien stehen. Das heißt Knochen, Horn und so oder Holz eventuell auch. Ist dann nicht tierisch, aber eher ein Naturwerkstoff. Die sieht man aber leider bei den Designs, auf die ich stehe, selten. Und ja, finde ich so ein bisschen schade. Aber gut, ich habe jetzt eine Mischung aus unterschiedlichsten Materialien. Anfangen möchte ich hier mit den beiden hellen. Das ist Kamelknochen. Kamelknochen, damit habe ich schon einige Erfahrungen machen können. Nicht in der Bearbeitung, sondern einige meiner Rasiermessergriffe haben Kamelknochengriffe. Und ja, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die sind dann halt poliert und hier ist es noch recht rau. Ja, hartes, aber denke ich mal auch ziemlich sprödes Werkstoff. Ja, schauen wir einfach mal. Ich lasse mich überraschen, aber ansonsten sieht das in der Regel auch ganz, ganz schön aus. Ja, dann ebenfalls auch oft an meinen Rasiermessern zu sehen, Horn. Diese hier hat eine Besonderheit, die ist gefärbt. Ich denke mal, das Helle darin ist gefärbt oder muss gefärbt sein. Persönlich hatte ich damit noch keine Erfahrung, also das heißt, oder auch nie in der Hand gehabt, so mit gefärbtem Horn. Ich habe es immer wieder gehört, aber besitzt oder besessen hatte ich es noch nie. Auch hier sehr gut zu sehen, schon der Verzug an den, ja, an der Platte, was typisch für Horn ist. Und ja, ich bin mal gespannt. Horn, schönes Werkstoff, auch lässt sich sehr gut polieren, das weiß ich auf jeden Fall. Und auch für mich ein sehr, sehr warmer Werkstoff, auf jeden Fall. Ja, Hirschhorn, zumindest ein Scheibchen. Hirschhorn an sich mag ich nicht, wegen dieser Struktur. In dem Fall sieht es noch okay aus. Ja, hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ich das durch die Mitte trenne und klar schleife und poliere und vielleicht einen Anhänger daraus mache. Ja. Einfach zum Verschenken und ja, gucken wir mal.
griffbare Wänge, die sind schon reserviert, und zwar für diese Messerklinge hier. Das ist eine Messerklinge, ist ein türkisches Messer, altes türkisches Messer, seit vielleicht 15 Jahren bei uns im Haus gebraucht worden. Die originalen Holzschalen sind natürlich irgendwann gerissen und ich hab sie entfernt, und das Messer selber habe ich dann auch komplett nochmal umprofiliert. Spitze war abgebrochen, ist noch nicht geschärft, das muss ich noch machen. Ich habe es längs geschliffen und poliert, man sieht es ein bisschen. Nicht spiegelpoliert, das wollte ich nämlich gar nicht, aber halt einfach eine saubere, reine Oberfläche. Ja, die Wänge, Holzplatten, die werden hierfür benutzt, auch für den Rest, wenn da was ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal, was daraus gemacht werden kann. So, das waren so die natürlichen Werkstoffe aus der Natur. Dann geht es weiter mit einer Beigabe von Janet, danke. G10, blau-schwarz, genial. Ganz einfach. Also hierauf freue ich mich mit am meisten. Irgendwie hatte ich vergessen, der Bestellung G10 beizufügen. Keine Ahnung warum. Hat mich da umso mehr gefreut, dass ich dann doch nicht auf G10 verzichten muss. Also hier sehr feine Schichten. Blau-schwarz. Schaue ich mal. Ja, zu den Besonderheiten dann auch. Hier, das ist ein Werkstoff, also aus Acryl. Krynit heißt das, schwarz-rot. Man sieht das ganz gut. Ich glaube, das ist so neu im Umlauf, oder es ist Mode geworden. Vorher hatte ich das noch nie gesehen. Das letzte Mal hatte ich das gesehen an einem Paramilitary 2 Kuskadi-Schalen. Da sah das schon richtig schön aus, und was mich hier auch sehr reizt, ist diese Tiefe, diese dreidimensionale Tiefe, finde ich sehr, sehr schön. Auch die Maserung oder die Form, die Farbgebung finde ich genial. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das fein geschliffen und poliert ist, dass das sehr, sehr schön aussieht. Leider ist das zu schmal. Ich denke mal, wenn es jetzt so 10 mm oder so was wäre, wäre es deutlich schöner geworden. Da hätte ich mir einige Beats draus gemacht, weil rot-schwarz sieht immer irgendwie schön aus. Ja, und das Allertollste, der eine oder andere kennt das schon, hat man ein paar Mal gesehen, ich muss es auch unbedingt haben. Das ist Raffia Fiber oder Fiber. Der Alex Kremer hat es benutzt an einem seiner selbstgemachten Messer, und mit den Reststücken hatte er Anhänger und Beads verkauft, wo ich sofort zugeschlagen habe. Total geniale Teile, auf jeden Fall super Werkstoff, und mir gefällt das auch sehr gut. Kurz Moment. Mir gefällt irgendwie auch die Ähnlichkeit zu Bernstein. Gut, Bernstein sind halt nicht diese Pflanzenfasern enthalten, aber sonst von der Farbgebung her sehr gut. Bernstein ist so ein Werkstoff, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das habe ich hier zum Beispiel an so einer sogenannten Tespi, auch bekannt unter Gebetsketten. Ich trage es nicht aus dem Grund, also nicht wegen dem Gebet oder religiösen Aspekt, sondern einfach, weil es auch unter anderem zur Kultur mitgehört. Nämlich früher wurden die oft als Männeraccessoire getragen von den Männern, heute immer noch, aber heute ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen niveaulos geworden. Das hat nicht mehr den Wert, den es mal hatte. Aber es kommt immer mehr. Auch diese Tespis sammle ich. Und das ist so eins meiner Lieblinge, halt wegen der Farbe. Und sieht einfach sehr, sehr schön aus. Ja, das Raffia Fiber. Ein super schönes Teil. Ich denke mal, auch wegen den Maßen her kann ich hier einiges draus basteln. Bin ich echt mal gespannt. Die Kette, die ich da habe, also mit dem Anhänger, finde ich sehr, sehr schön. Kommt auch irgendwie nach draußen sehr, sehr gut an. Also kann man sich mit anfreunden, auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich von mir nochmals. Ne? Also viel ist da ja nicht zu erzählen. Wird mein Rekord werden. Kürzestes Video ever.
Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn ich demnächst was zu melden habe, was ich jetzt hier draus gemacht habe, dann wird das eine oder andere zumindest auf Facebook kommen. Vielleicht, wenn es sich auch lohnt, ein Video darüber machen. Sehen wir schon. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao, ciao.